Hallo, ich freue mich, dass du vorbeischaust. Ich möchte dir heute zeigen, wie du diesen fluffigen und leckeren Johannisbeerkuchen machen kannst. Schau mal, wie köstlich der aussieht. Süßer Traum mit einer zarten Säure. Viel Spaß beim Nachbacken und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für den Kuchen brauchen wir folgende Zutaten. 200 Gramm frische rote Johannisbeeren, 250 Gramm Naturjoghurt, ich habe mit 3,5 Fettanteil genommen, 3 Eier, 180 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, Zitronenschale einer halben Zitrone, 125 Gramm Butter und einen gehäuften Teelöffel Backpulver. Zuerst lasse ich die Butter schmelzen. Gleichzeitig kann man schon Eier mit Zucker aufschlagen. So eine Masse habe ich bekommen. Eine sehr schäumige Masse. Und jetzt füge ich noch die Zitronenschale hinzu, Naturjoghurt und die geschmolzene Butter, die schon etwas abgekühlt ist. Und dann verrühre ich alle Zutaten nochmal miteinander. Zuletzt schütte ich noch Backpulver, einen Teelöffel und Mehl durch den Sieb. Und nochmal alles gut umrühren. Jetzt kommen noch die roten Johannisbeeren dazu und alles vorsichtig umrühren. Der Teig kommt jetzt in die eingefettete Backform. Die Backform ist 26 cm im Durchmesser. Und dann schiebe ich den Kuchen in den vorgeheizten Backofen und er verbringt dort 30 Minuten bei 180 Grad. Mein Johannisbeerkuchen ist nun fertig. Ich lasse ihn noch jetzt ungefähr 1 bis 2 Stunden abkühlen und bestäube ihn dann mit dem Puderzucker. Zart, sommerlich fruchtig und sehr köstlich ist dieser Johannisbeerkuchen. Wenn dir das Rezept gefallen hat, schreib mir einen Kommentar, gib mir ein Like und lass dein Abo da. Bis zum nächsten Video.